Okay. Was ist das? Oh nö! Oh nö! Was ist das denn schon wieder? Nein! Nö. Das kommt mir so bekannt vor. Dr. Wily vs. Dr. Eggman, wer ist der gefährlichste? Beide sind Hohlköpfe? Ich glaube nicht, ob überhaupt jemand von den beiden gefährlich wäre. Lol, 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 lol. Versuch ich mal mit dem Meerwasser.
mir auch. Alter, wie? Ich weiß nicht, wie ich den da aufhalten kann. Okay, sei es. Oh Mann, ne? Nein, Wily must never win. Give up, Wily. You leave me no choice. Time for Plan B. Was? Das war jetzt voll der Plan B, Alter. Drat. But don't act so cocky. I didn't lose to you. I lost to my own technology, my double gear. I'm the greatest. I'm a genius. My, my. Will you never learn from your mistakes? Light. What are you doing here? You plagiarist. Open your eyes, Wily. Look at Mega Man and tell me what you see. All I see is the instrument of my downfall. Mega Man wields tremendous power, but he has the intelligence to use it wisely. He's your vision and mine combined. If our ideas, our gears, could mesh together, Mega Man would be the result. We achieve this together. It's not too late, Albert. Atone for your crimes and join me again. Silence! My plans have only just begun, you fool! And I won't stop until I see both of you kneeling before me in utter defeat! Hold it, Wily! Remember this! Dr. Wily always strikes again! Farewell! Wily! Wo ist die Augenbraue? Der hat dieses Mal die Augenbraue nicht My gemacht. Old friend, perhaps our gears will never mesh together. Doctor, the fortress is collapsing. Ah, I've been searching all over the place for you. Ah, Otto, did you succeed? All good, Doc. But if you don't mind my saying so, I think it's about time we blew this joint. Dr. Light. Follow me. Wisst ihr, was wir nächste Woche Mittwoch spielen?
die X-Reihe. Ich denke mal, jetzt noch ein neues Spiel anzufangen. Die X-Reihe ist mega gut. Also, ich habe ja schon mal einen Teil gespielt und da gibt es auch sehr viele Secrets. Was mir, obwohl das liegt vielleicht daran, dass das hier Mega Man ist und nicht Mega Man X, dass sie sich wirklich noch an Retro-Flair gehalten haben, trotz der guten Grafik, die bleiben sich sozusagen treu auf eine moderne Art und Weise. Ah, einfach nur schön. Ich muss sagen, anfangs fand ich diesen Teil heftig schwer. Aber seit ich wirklich nach einem Level Leben gekauft habe ohne Ende, also mit 9 Leben, ist es machbar. Ich habe zwar bei den ersten Mega Mans mehr Save-Sets nutzen müssen, um durchzukommen, aber da muss ich sowieso mehr die Abschnitte nun nochmal neu machen. Und sowas finde ich besser, als wenn man nach dem Game Over dann wieder das ganze Level von vorne machen muss. Ich hoffe, es kommt irgendwann sogar noch ein Mega Man 12. Wir werden das spielen. Ich werde es mir vielleicht sogar sofort kaufen dann. Die Mechaniken waren hier richtig übel böse. Mega Man Maker, ja, das wäre mega geil. Schreiben wir doch die Entwickler an, Mega Man Maker. Ich glaube, die Level kriegt keiner durch. Obwohl Mario Maker hat man es ja so gemacht, man muss das Level selbst schaffen, um halt es hochzuladen. Wenn man es also zu schwer oder unmöglich macht, kann man es nicht hochladen. Aber da nach jedem Level ein Boss aber es gibt ja auch welche, die machen Mario Maker Level, die richtig übel sind.
Die Platin in diesem Spiel, die werde ich nicht anstreben. Die ist unmenschlich. Wir können sie uns gleich nochmal angucken, die ganzen Trophäen. Hier sieht man nochmal die ganzen Zwischenbosse. Die eigentlich schon ziemlich einfach war. Wenn man die richtige Taktik hat. Oh, dieser Frosch aufblasende Depp. Oh, der war übel. Na, weiß jemand, wie viele Roboter es mittlerweile gibt? Also ohne die X-Reihe jetzt gezählt. Ich glaube, es sind 86. Denn der erste Mega Man hatte, glaube ich, nur 6. Die anderen hatten alle jeweils immer 8. Ich weiß aber nicht, ob jetzt der zweite Teil auch nur 6 hatte. Aber ich glaube, der hat auch 8, ne? Als erstes. Die Maschine Nummer 11. Was ich aber auch schade finde, man hatte in manchen Mega Man sogar 2 Dungeons. Also 2 solche Castle. Mega Man reporting home. Right on time, Mega. Ich habe jetzt wieder Bock, den Anime zu schauen. Da waren nur NT Warriors, ne? Es gibt auch noch einen anderen, glaube ich. So, was machen wir jetzt? At the rate we're going, we should have all 8 robots back on their feet by dinner time. Doctor, did you install Mega's double gear system into Otto? I did. I'll remove it later, of course. Just as soon as Otto's done working. So this is why you came all the way to the Gear Fortress? Yes. We were able to recover all their primary components, so they should be just like new. It would be a shame to let their talents go to waste when there's still so much good they can do. Könnte sie das auch, wenn man ihr den Anzug gibt. Isn't this great, Mega? You bet. Otto, you're slowing down. Why don't you pick up the pace? If I go any faster, you'll be picking up my pieces. Oh, armer Otto. Alter, dieser... Er hat ihm sogar noch was gegeben, damit er seinen Double Gear wieder nutzen kann. Danke fürs Spielen. Yay. Ich habe 4 Stunden gebraucht. So. Und wie versprochen, zeige ich euch die ganzen Trophies. So. Schließt du das Spiel auf Langzeit-Fan oder schwierig ab? Es ist noch machbar. Schließt das Spiel auf Superheld ab. Ja, was haben wir hier? Erreiche einen Boss. Ohne Schaden, Tode, Todessturz. Todesschutz. Erreiche einen Boss ohne Schaden. Ohne Schaden, halt. Warum? Wer ist so gut?
Besiege die Minibosse aller 8 Stages ohne Spezialwaffe im ersten Spieldurchgang. Im ersten Spieldurchgang, das heißt, wenn ich jetzt New Game Plus mache, darf ich das nicht mehr. Besiege die Bosse aller 8 Stages ohne spezieller Waffen im ersten Spieldurchgang. Schließt das Spiel auf Langzeitfan oder schwieriger ohne Game Over im ersten Spieldurchgang ab. Schließt das Spiel auf Langzeitfan oder schwieriger innerhalb 60 Minuten im ersten Durchgang ab. Yo! Ist klar! Ich hätte keine Module kaufen sollen, dann hätte ich das auch. Ja, wow. Warum? Das ist doch nur machbar gewesen. Nutze Chain Blast, um deine Steinmauer zu zerstören. Erreiche den Boss, ohne dass sich eines der Becken ändert. Das ist böse. Berühre eines der grünen Säurebretten mit Hilfe der Acid Barriere heraus. Dann muss ich ja die Stage nochmal betreten, glaube ich. Weiche allen Impact Brothers aus und erreiche den Boss. Was? Alter, ja genau! Zerstöre jeden Ballon-Gegner einmal und erreiche den Boss. Vermeide alle Blitzwerfer und erreiche den Boss. Vermeide alles Eis der Eisswans und erreiche den Boss. Ja, klar. Vermeide alle explodierenden Kisten. Das ist so geil. Nicht. Zerstöre alle Warblasters, Missile-Cons. Airnuts, erreiche den Boss. Zerstöre alle Gegner im Skullroller-Gebiet. Besiege einen Boss und nutze dabei nur Power-Gear-Angriffe. Das heißt, wenn ich kein Power-Gear machen kann, muss ich ausweichen. Das ist noch einfach, das stimmt. Schieße Dr. Light's Herausforderung ab, ja. Also, Platin, nein, danke.